Jetzt sind wir wieder dabei. Jetzt haben wir die nächste Show bei uns im Bergischen Handelsblatt. Wir stellen vor das Prinzenpaar der KG Dürrschäder-Melsegg. Hier sind die zwei. Mit einem kleinen Gefolge sehe ich dahinter. Und die werden uns jetzt erklären, die KG Dürrschäder-Melsegg ist gegründet vor ungefähr 43 Jahren, glaube ich. Und stellt jetzt wieder ein Prinzenpaar. Das diesjährige Sessionsmotto lautet Us familisch es jeck mit der Dürrschäder Melsegg. Habe ich das richtig gesagt? Genau. Das habe ich richtig gesagt. Es sind Prinz Werner der Zweite und Prinzessin Jutta die Erste. Steffens, beide. So, jetzt erzählt mal, wie wird man Prinzenpaar im Dürrschäder Karneval? Vor allem, wenn man nicht aus dem sogenannten Prinzennest, dem Waldheimer Weg, stammt. Ja, das ist einfach ganz einfach zu erklären. Wenn man ein bisschen mit dem Karnevalsvirus infiziert ist, dann ist man eigentlich überall, hat man die Möglichkeit, Prinzenpaar zu werden. Wenn man ein bisschen jeck ist, wenn man positiv bekloppt ist. Das klappt schon. Man muss positiv bekloppt sein, höre ich gerade. Prinz Werner, wie lässt sich denn das als stellvertretender Bürgermeister überhaupt mit dem Karneval verbinden? Das lässt sich sehr gut verbinden, weil wir ein tolles Gefolge haben, weil wir tolle Leute haben, die hinter uns stehen, die uns auch sehr viel Arbeit abnehmen. Natürlich weiß auch unser hauptamtlicher Bürgermeister, welche Funktion ich jetzt habe. Und auch er nimmt mir wirklich viel Arbeit ab. Das ist ja mal toll. Und Prinzessin Jutta, wofür steht ihr als Prinzenpaar in dieser Session ganz besonders? Blöde Frage, nächste Frage. Also das wollen wir jetzt mal nicht mal so stehen lassen. Drehen wir einfach mal das Bild um. Da hinten ist es nämlich auch ganz schön. Und ja, also herrlich, wunderbares Bild. Das ist ein gutes Zeichen dafür, wie grenzübergreifend Karneval ist. Das sagt gerade unser Prinz. Es sei ein sehr gutes Zeichen, wie grenzübergreifend Karneval ist. Also alles, was hier ist, tanzt zu dem musikalischen Dürrschäder Prinzenpaar. Aber ich möchte jetzt einfach mal das Mikrofon abgeben und euch zweimal das Wort geben. Ja, wir dürfen uns erstmal ganz herzlich bedanken, dass wir hier bei euch sein dürfen für die Einladung. Und wir finden es hervorragend, vor allen Dingen, dass so viele Karnevalisten aus der Umgebung hier sein können und dass wir uns auch mal ein bisschen näher kennenlernen, dass wir mit denen auch mal ein bisschen reden. Natürlich auch ein kleines Schlückchen trinken, wie sich das eben noch mal gehört. Aber Karneval ist eine wunderbare Sache. Vor allen Dingen habe ich eben schon gesagt, grenzübergreifend. Das macht Laune, es macht Spaß. Und wenn man sieht, wie viel Fröhlichkeit man mit dem Karneval, mit dem Jeckefastelovend verteilen kann, das ist einfach herrlich, einfach wunderbar. Ist schon toll, der Fastelaufen. Vor allen Dingen, wenn die Musik dann auch funktioniert. Nun ja, wir werden in diesem Sinne, werden wir noch einmal ausrufen. Glaube ich, kommen wir jetzt gerade nicht zu. Lass uns noch ein bisschen schunkeln, lass uns noch ein bisschen singen. In diesem Sinne, schaut noch ein bisschen zu und habt Spaß mit uns, mit dem Bergischen Handelsblatt. Und bleibt noch ein bisschen dran. Auf wieder. Und sich wieder zu sehen. Angekommen, ein Knall.
zögig, die Kanone Pallas, die du mir da hast. Möchte ich hier wieder singen, ja, das kriegen wir hin, unser Montag in Köln am Rhein. Ja, ich höre gerade, wir verabschieden uns heute mit einem Orden, den ich gerade noch avisiert bekommen habe. Das wollen wir noch mitnehmen. Bitte sehr. Ja, wir möchten euch natürlich auch gerne unseren diesjährigen Sessionsorden überreichen. Uns familiäres Jäck mit der Dürche der Melsig hat einen ganz einfachen Hintergrund. Meine Frau und ich, wir haben zusammen 5 Kinder und alle unsere Kinder, wir auch, wir sind Mitglieder der Melsig. Von daher ist das Ganze natürlich sozusagen uns familiäres Jäck. Das heißt auch, die Zukunft der Melsig ist gesichert. Definitiv. Das ist ja schon mal ganz toll. So. Der Türscher der Melsig. Vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank. Ihnen gibt es den schönsten Orden der Türscher der Melsig. Wunderbar. Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön. Schön, dass wir hier seid. Vielen Dank. So, das war ein schönes Bild zum Abschluss. Wir verabschieden uns einmal ganz herzlich vor dem Prinzenpaar und dem Gefolge der KG Dürscher der Melsig und wünschen noch einen schönen Nachmittag. Wir verabschieden uns auch von unseren Zuhörern und Zuschauern im Facebook-Bildschirm und sagen auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.